Ja, und ihr seht schon die ganzen Wurzeln. Ich nehme jetzt mal einfach die mittlere Linie. Bei Nässe wäre das schon ein bisschen kritischer. Oh, jetzt habe ich die Linie verpasst. Aber ging trotzdem noch. Hi, liebe Leute. Ja, ich bin immer noch im Bikepark Winterberg. Heute ein weiteres Video. Und zwar die Bremswellen. Vermeidungslinie. Es geht darum, Bremswellen. Die gibt es immer in jedem Bikepark, manche mehr, manche weniger. Je nachdem, wie aktiv halt die Streckenbauer sind oder wie sie danach kommen. Aber es ist so, dass man natürlich auch nicht immer in die Bremswellen reinknattern muss. Man kann ja auch Linien innen oder außen dran vorbeifinden. Okay, also jetzt zu gucken, dass ich nicht in die Bremswellen komme. Erstmal links dran vorbei, hier innere Line und dann schön in die Kurve. Okay, weiß ich nicht, was hier kommt. Hier kommen so ein paar Wellen, kleiner Table. Okay. Am Rand fahren, am Rand. Innere Linie, ja. Okay, ganz innen. Hier sind ein paar. Okay, wieder innere Line. Oh, jetzt sehe ich gar nichts. So, jetzt komme ich in den Wald rein. Ui, okay, da habe ich eine getroffen. Hier sind ein paar. So. Oh, dann nach innen. Oh, ja, ja. So, innere Linie. So, oh, kein Hopp. Da ist jemand schneller, den lassen wir mal vor. Okay, also immer die schnellen Fahrer durchlassen. Okay, und zu gucken, wo sind hier die Bremslöcher? Die sind meistens in der Mitte. Also außen oder innen. Dann kann man so reindrücken. Okay, gucken, hier reindrücken. Aber heute geht es, ist nicht so zerbombt, die Strecke. Mal gucken. Boah, das Rad, das ist aber auch am Bouncen. Gar nicht. Oh. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Innere Linie, okay. So. Wo sind hier die Löcher? Okay. Ah, nee, hier geht's noch weiter. Wie das schon eine Pause? Ne, hier ist es. Okay, also, dann mal hier gucken, hier geht's weiter, an den Löchern vorbei, ja, und dann kann man sich hier so, oh, jetzt habe ich falschen Gang, oh Mist, okay, jetzt geht's aber, bisschen Tempo machen, so, jetzt, so, da ein paar kleine Wellen, ui, mal gucken. Bisschen wegdrücken und okay, so, Verkehr achten. So, liebe Leute, jetzt habe ich natürlich ein paar Bremswellen doch noch getroffen, aber habe versucht, es zu vermeiden. Jetzt kurz der theoretische Input. Also wenn man halt vor der Anliegerkurve sind meistens die krasseren Bremswellen, weil Leute halt vor der Kurve nochmal so richtig reinbremsen, oft dann auch mit blockierten Rädern. Und dann kann man entweder außen fahren, hat natürlich einen guten Eingang in die Kurve, aber man ist sehr am Limit, weil natürlich die Anliegerkurve auch oben ein Ende hat. Und ja, das geht. Und was ich aber lieber mache, ich fahre dann ganz nach innen, also ganz unten in die Anlieger rein und lasse mich dann so, so richtig reintragen in die, in das... ja, so das, die zweite Hälfte der Anliegerkurve, das nennt man so als Catchberm nennt man das. Also das fängt mich dann so auf, weil ich ja, wenn ich die innere Linie fahre, wäre das Risiko, dass ich vielleicht dann zu steil hochkomme und aus der Anliegerkurve raus. Deswegen lasse ich mich so reinfallen, reinbouncen in den zweiten Teil der Anliegerkurve, Catchberm. Ich werde da mal, wenn weniger Wind ist und wenn ich die große Kamera habe, nochmal ein Video zu machen. Ich denke mal, das war jetzt eine ganz gute Inspiration für euch. Und ich bin jetzt hier so im Bereich, wo es ein bisschen windstiller ist, also hoffentlich zumindest. Und ich wollte jetzt quasi noch zum Thema Flowtrails. Also Flowtrails sind halt die Strecken, wo halt viele Anfänger drauf sind, wo halt dann auch viele Bremswellen sind, weil die Anfänger noch nicht so gut sauber bremsen können und dann vor den Anliegerkurven immer so krass reinbremsen. Und da gibt es den Flow Country Trail, den habe ich euch gerade schon gezeigt in der Kamerafahrt. Und das ist jetzt so quasi so ein bisschen... was man hier so munkelt in Winterberg, dass an einem anderen Hang, im Schneewittchenhang,
also da in der Nähe, wo der Trailpark ist, dass da zwei neue anfängerfreundliche Strecken entstehen, die dann auch in gewisser Weise zum Bikepark integriert werden. Also weil da ja ein eigener Lift ist. Das munkelt man hier so. Und das könnte natürlich an Wochenenden so ein bisschen den Betrieb ein bisschen entzerren, dass nicht nur alle hier an dem unteren Lift sind, wo ich jetzt gerade stehe, wo ja am Wochenende oft so 20 Minuten Wartezeiten sind. Das stört manche nicht, manche halt schon. Und dann wäre quasi der für die ganzen Familien und Leute, die ein bisschen Flow-Trail, Anfänger-Trail fahren wollen, ja, die zwei neuen Strecken in einem anderen Hang. Was man hier so munkelt im Winterberg, was wohl schon so, ja, ganz gut aussieht. Bin vorhin mal vorbeigeradelt. Ja, bin ich mal gespannt, was denkt ihr dazu? Und natürlich noch in die Kommentare bitte mal eure Meinung zum Bremswellen. Stören die euch? Oder sind die euch egal? Habt ihr eine gute Federung, die dann so durchbrettert? Würdet euch wünschen, dass die Bikeparks noch mehr Leute haben, die Bremswellen korrigieren? Wobei man ja Verständnis haben muss, dass man da auch gar nicht hinterherkommt. Weil, sieht man ja in den Bikeparks, die haben ja Leute, die das machen, aber trotzdem gibt es immer Bremswellen. Es gibt keinen Bikepark ohne Bremswellen. Oder zumindest keinen, der wirklich auch viel besucht wird. Ja, welcher Bikepark hat die meisten Bremswellen? Wo findet ihr, geht's ganz gut? Schreibt das mal in die Kommentare. Damit mache ich Kurse, natürlich auch Videos. Und das ist eine reinrassige Enduro-Maschine, 160 vorne, hinten. Besonderheit ist natürlich sehr einzigartiger Rahmen, leicht. Also in den Niederlanden ist das Konzept und die Getriebeschaltung ist unten Tretlager. Da habe ich schon ein Video gemacht, verlinke ich mal unten, wo ich das mal ein bisschen vorstelle. Ja, und jetzt geht es um das über die Blackline auf YouTube. Bestimmt auch cool. Ich werde ein paar Mal anhalten und ein bisschen was über Linienwahl erzählen und so weiter. Ich denke mal, es müsste relativ trocken sein. Ich wohne ja hier in der Nähe und jetzt die letzten Tage war das Wetter immer gut. Und ich habe gute Reifen drauf, wenig Luftdruck. Es war mir gerade im Flowtrail schon zu wenig. Aber in dieser wurzeligen Strecke wird das passen. Hier seht ihr das. Und dann mache ich die Kamera bei mir an den Brustgurt. Und genießt die Strecke und stellt euch mal so ein bisschen aus meiner Sicht vor. Wie findet ihr die Blackline? Gefällt ihr euch euer Geschmack? Seid ihr die schon mal bei Nässe runter? das ist nämlich so, naja, das ist schon gar nicht so einfach. Muss man sich überlegen, ob man das machen will. Und aus meiner Sicht ist es so, ich bin ja eigentlich Tourenfahrer. Bikepark mache ich eigentlich nur beruflich. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin halt Fahrtechniktrainer. Und wenn ich halt Zeit habe, selber zu fahren, dann fahre ich lieber so bei Wälder, Trails und so. Dann muss ich nicht extra noch in den Bikepark, wo halt viel los ist. Und so. Also, ab auf die Blackline. Mal gucken. Blackline hier. Also Vollhelmpflicht habe ich an. Okay. Erstmal hier an den Bremswellen wieder vorbei. Eieiei. Ja, es sieht relativ staubig aus. Keine Ahnung. Also das ist das Vorgeplänkel hier. Wall mache ich jetzt nicht. Was kommt jetzt? Okay. Mal gucken, wie der Grip heute halt ist. Wegen den staubigen Verhältnissen, aber das geht eigentlich. So. Ein Holz aka Kaninchendrahtelement. Okay, also. Denn veränderte Streckenführung. Keine Ahnung, ey. Shit. Ja, einfach mal hier bücken. Klein machen. Okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Holz hier. Mit viel Kaninchendraht. Zack. Also ich hoffe mal, hier kommt dann gleich die eigentliche Blackline. So, das alles noch. Ah, hier. Hier seht ihr das Schild. Nicht verpassen. Da steht ein Bagger, aber ich weiß gar nicht, was der macht. Okay. Also, jetzt kommen halt immer so Wurzelkanten. Bei Trockenheit gar kein Problem. Und bei Nässe ist es halt echt schon tricky hier. Mal gucken, aber dann spürt man aber eigentlich auch, wie so der Grip ist. Okay, also das war noch auch Vorgeplänkel. Hier geht's in die Blackline. So, die ist früher Single Trail, wie gesagt. Und ist eher so eine langsame technische Strecke. Oh, ich weiß gar nicht. Okay. Ja, ihr seht, das sind immer so Stufen. Die muss man halt dann sauber abrollen. Manche fahren die halt schon als auf Tempo, weil es auch eine Stage im Enduro-Rennen ist, beim Festival. Ich fahre die gar nicht auf Tempo, sondern eher so gechillt. Ja, und ihr seht schon die ganzen Wurzeln. Ich nehme jetzt mal einfach die mittlere Linie.
Bei Nässe wäre das schon ein bisschen kritischer. Oh, jetzt habe ich die Linie verpasst. Aber ging trotzdem noch. Ja. Okay, ein bisschen aufpassen hier. So. So. Ich hatte kurz mal eine kleine Pause gemacht, um zu gucken, ob die Kameraperspektive passt. Jetzt seht ihr natürlich hier schon, Blackline heißt ja schwarze Strecke und die ist halt quasi steil. Also dafür ist sie halt bekannt, für, dass sie für Anfänger nicht geeignet ist, weil man halt das technische Fahren im steilen Trail halt beherrschen muss. Und wenn dann die Bodenverhältnisse schwierig sind, ist das in Kombination mit diesen nassen Wurzelkanten schon gar nicht mal so ohne. Ja, und hier seht ihr das, ich zeige euch das nochmal kurz hier. Da seht ihr halt hier die verschiedenen Linien und natürlich seht ihr es auch schon ein bisschen ausgefahren. Und ja, die Wurzeln sind bei Nässe halt sehr tricky. Und ihr müsst euch vorstellen, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Stage in der Enduro. Da müssen die Jungs und Mädels das auf Zeit fahren. Da hätte ich so gar keinen Bock drauf. Ich bin kein Racer mehr, schon ewig nicht mehr. War ich auch nie wirklich. Ich bin mal ein paar Downhill-Rennen gefahren. Okay, also, ihr seht, das ist so ein bisschen eng. Aber alles gut, ja. Und hier kommen immer so Stufen. Da muss man das Vorderrad runterlassen. Genau, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Das Vorderrad geht dann runter, der Sattel wandert nach vorne. Ja, Linienwahl, so bei Trockenheit ist es gar nicht so krass. Aber diese Kanten, die machen halt vielen Leuten Angst. Aber die kannst du eigentlich alle abrollen. Droppen ist selten geeignet, weil die Ausfahrtzone zu gering ist. Also zum Beispiel hier kommt ja direkt eine Kurve. Ja, und das macht ein bisschen die Blackline aus, diese Kanten. So, und sonst ist ja klar, hier könnte man ja schneller fahren. Ich orientiere mich mal wieder ein bisschen. Ein bisschen Bremswellen gibt es hier auch. So, mal gucken, welche Linie. Hier gibt es zwei. Ich nehme mal die äußere, die bei Nässe aber auch nicht ohne ist, weil das wird so ein rutschiger Lehm ist das dann bei Nässe. Ja, bei Trockenheit, absolute No-Brainer. Also da muss man nicht nachdenken. Bei hier kannst du einfach irgendwie fahren. Bei Nässe muss man sich wirklich genau angucken. Also in die Linie rein. Hier sieht es recht gut aus. Okay, ein Kollege fährt jetzt hier. Ich nehme die äußere Linie. So, also das ist die einfachere. Hallo. Also für Anfänger ist es hier ähnlich, aber auch für Könner. Und ich nehme lieber die einfache Linie. Das muss dann nicht die schnellste sein. Ja, und diese Off-Camper hängenden Wurzeln, die machen halt bei Nässe was aus. So, ich fahre wieder hier an den Bremslöchern vorbei. So. Viele Möglichkeiten, wo man theoretisch hängen bleiben könnte. Ja, hier nehme ich mal die straighte Linie. So, wie gesagt, alles recht steil hier. Und bei Trockenheit hat das hier halt Monster-Grip. Bei Nässe habe ich die Leute schon gesehen, wie die hier quasi auf den Popo runtergerutscht sind. Ne? So, hier mal gucken. Ja, dann ist das immer so eine tiefe Linie hier. So, hier kann man gut fahren. Und hier so hängende Wurzeln halt. Ne? Die sind halt bei Nässe einfach Killer, Killer. Ja, und dann kommt die Stufe. Und typisch Blackline, nach der Stufe direkt auch eine Kurve. Jetzt habe ich ein bisschen Linie verpasst. Okay, und hier dann. Also hier kann man aus dem Lift noch so ein bisschen was von der Blackline sehen. Die ist halt in dem steilen Hang. So, da sieht man das ein bisschen da vorne. Genau, und die schlängelt sich halt darunter. Snake Line, Blackline. Ja, ich bin jetzt gar nicht groß angehalten, sorry Leute. Ich habe da irgendwie gar nicht mehr dran gedacht, dass ich eigentlich anhalten wollte, aber im Trockenen sind die Lines eigentlich eh ziemlich easy.